Willkommen bei einem wichtigen Thema für die Basics bei Mountainbiken und E-Mountainbiken. Es geht darum, Hindernisse hat man auf jedem Weg. Es können dicke Äste sein oder sehr kantige Wurzeln oder kleine Bordsteinkanten, die man überrollen muss. Ja, und da ist es wichtig, dass man schon mal als Basic-Technik lernt, das Vorderrad anzulupfen. Wir haben in den Online-Coaching-Lektionen noch was Ausführliches dafür beim Thema Bunnyhop. Und da kann man natürlich auch noch spezielle Techniken, die sich dafür eignen, super lernen. Auch mit Hinterrad anlupfen und dann verbinden, Vorderrad, Hinterrad und so weiter. Aber für viele, die Mountainbike-Anfänger sind, oder gerade im E-Mountainbike-Bereich mit den schweren Fahrrädern, die vielleicht auch eine ältere Zielgruppe sind, die gar nicht so wild rumhopsen wollen über die Baumstämme, die aber trotzdem das Vorderrad entlassen müssten, um über gewisse Hindernisse überhaupt drüber zu kommen, gibt es noch schöne Basic-Techniken, die ich euch jetzt zeigen möchte. Es ist nämlich wirklich so, das Vorderrad bleibt viel schneller an einem kleinen Hindernis hängen, wenn man gar nichts macht, als das Hinterrad, weil das kann oft noch gut hinterherrollen. Deswegen ist gerade diese Priorität darauf, dass es sehr gut für die Sicherheit und für den Fahrfluss und Fahrspaß ist, wenn man das Vorderrad anlupft. Wie gesagt, den Manual Impuls zeige ich euch nochmal in den anderen Lektionen bei Bunnyhop Online Coaching. Findet ihr auch hier. Und jetzt erst nochmal eine ganz interessante Technik, die mit Körperdynamik arbeitet. Ja, man fährt ja auf den Beinen stehend, Last auf den beiden Füßen verteilt. Und eine Technik, die man machen kann, die man dafür braucht, die man isoliert üben kann, ist das Preloaden, also dass man aus der entspannten Haltung sich schnell klein macht. Dadurch komprimiert die Federung. Und wenn sie wieder hoch geht, das kann man nutzen. Und zwar ist es dann so, dass man beim Tiefgehen die Schulter mit absenkt und wenn man dann die Schulterachse wieder mit hochnimmt, strecken sich die Arme und man kann das Vorderrad ein Stückchen mitnehmen. Also schnell runtergehen und dann hochgehen. Dabei nutzt man die Kraft und Dynamik aus den Beinen und den Preload. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute Technik. Also wieder für jeden, ihr könnt das einzeln isoliert üben, zum Beispiel erstmal ganz langsam machen, um die Bewegung zu spüren. Dann im Rollen das Ganze ein bisschen schneller machen. Wichtig ist, den Aufprall wieder abfedern. Und jetzt ist es natürlich so, dass man auch das Vorderrad bei ein bisschen höheren Hindernissen dann noch ein bisschen mehr zu sich nehmen kann. Also den Impuls so machen, wie ich es gerade gezeigt habe. Und dann das Vorderrad noch ein bisschen mehr zu sich nehmen. Das ist auf jeden Fall auch gut. Dann ist man auch weiter in der zentralen Haltung und kann das Hinterrad gut über das Hindernis drüber rollen lassen. Nehmt euch viel Platz für sowas. Dann könnt ihr zum Beispiel eine kleine Bordsteinkante nehmen und auch das Timing anwenden. Klein machen und das Hinterrad rollt nach. Alternativ natürlich auch einfach einen Stock nehmen oder eine Wurzel sich hinlegen. Wenn man die Technik quasi schon geübt hat in den ersten Übungsreihen ohne Hindernis, dass man dann noch anfängt, das Timing zu üben. Seid jetzt nicht verwirrt durch die anderen Videos. Es gibt auch verschiedene Techniken. Man kann auch das Bike nach vorne pushen und das Vorderrad anlupfen. Das braucht man dann für Bunnyhop oder so. Aber diese Technik in einer dynamischen Tiefhochbewegung kann gerade für Anfänger auch Sinn machen. Man muss natürlich auch wissen, wo geht die Reise hin. Wenn man schon immer so ein bisschen rumhopsen ist mit dem Mountainbike, man will ja noch Bunnyhop und so können, kann es Sinn machen, dass man diese Technik erstmal gar nicht so intensiv übt, sondern lieber direkt den Manual Impuls, um darauf schon mal geprägt zu sein. Weil gerade wenn man noch nicht so lange dabei ist, fällt es manchmal schwer, verschiedene Techniken abzurufen. Man prägt sich lieber erstmal auf eine. Danke für euer Interesse an dieser Lektion. Wie gesagt, die einzelnen Methoden, ihr könnt nochmal euer Handy nehmen und es abfilmen und gucken, habt ihr wirklich eine zentrale Haltung gehabt oder seid ihr beim Tiefgehen zu weit nach vorne gekommen. Es gibt viele Dinge, die man auch dabei falsch machen kann. Man muss natürlich auch mal Fehler machen, um es dann besser zu machen und sich dann die bessere Version einzuprägen, dass sie dann auch automatisierbar abrufbar ist. Aber durch eine Videoanalyse kann man natürlich auch vermeiden, dass man ein Fehlerbild nimmt und sich das immer mehr angewöhnt, weil man gar nicht merkt, dass es gar nicht so gut funktioniert, wie es eigentlich funktionieren könnte. Bleibt dran, diese Basic-Technik des Vorderradanlupfen kann euch sehr helfen, um über Hindernisse zu kommen, auch mit dem schweren E-Mountainbike. Und ihr holt euch die Power aus den Beinen. Dann zack, aufs Rad und üben.
Bis dann.